Hallo liebe Freunde von Grenzen aus Leben, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute zum Thema, die Impfpflicht in Paraguay ist unwichtig, echte Erfahrung ist wichtiger. Wie komme ich auf das Thema? Gestern große Panik, dass ab morgen, dem 12. Januar, in Paraguay nur noch geimpfte Ausländer einreisen dürfen. Also alle diejenigen, die Permanent Residency-Cedula haben, sind davon nicht betroffen, aber alle Ausländer, die dorthin kommen wollen, unterliegen einer Impfpflicht, haben die paraguayischen Behörden mitgeteilt. Gut, ist so. Ist auch in vielen anderen Ländern so. Und der ganze Hype und die ganze Aufregung, die auf Telegram und in vielen Gruppen da jetzt von gemacht wird, zeigt einfach, dass die Menschen einfach nicht kapieren, wie egal das ist. Es ist egal, einfach ausgedrückt. Ich bin hier auf dem besten, freiesten und sichersten Medium der Welt, deswegen werde ich hier nicht weiter zu diesem Punkt Stellung nehmen. Hier drunter ist meine Stellungnahme von heute früh zu dem Thema auf Telegram verlinkt. Klick drauf, dann hast du das Video direkt auf Telegram. Aber das sind Nebenkriegsschauplätze und insofern vielleicht auch ein Versuch der paraguayischen Behörden und der paraguayischen Regierung, den mittlerweile extremen Zustrom ins Land zu regulieren und zu bremsen. Genauso wie auch in Mexiko gesagt wird, wir haben die Schnauze voll von den ungeimpften Europäern. Das ist nun mal so. Weil das ist keine gesunde Zuwanderung, die zurzeit stattfindet für die Länder, sondern das ist eine Zuwanderung, die durchaus auch kritisch gesehen wird, weil viele einfache Vollidioten sich auf den Weg machen und denken, sie versuchen mal ihr Glück. Und Flucht ist was anderes als Auswanderung. Und viele von denen, die sich jetzt damit beschäftigen, wollen gar nicht auswandern, sondern haben nur einfach die Schnauze voll. Schnauze voll reicht aber nicht für Erfolg in welchem Land auch immer. Und um auch noch mit einem anderen Punkt aufzuräumen und einigen hier das Posten von Kommentaren hier drunter, wie böse ich doch bin, über Paraguay so schlecht zu reden, zu ersparen. Ich habe nichts gegen Paraguay. Jeder möge dorthin gehen, wo er glücklich ist, wo er zufrieden ist und wo er erfolgreich ist. Wo er die Dinge, die sein Leben betreffen, Freiheit, Gesundheit und Lebenszeitoptimierung erreichen kann. Und wenn das für dich oder wen auch immer Paraguay ist, sei es drum. Ist doch wunderbar. Ich habe das große Geschenk, dass ich rund 100 Länder auf dieser Welt bereisen, erleben, sehen durfte, in denen gelebt habe, auch zum Teil. Ich war sehr oft und intensiv in Paraguay unterwegs, deswegen weiß ich, wovon ich spreche. Und besser als die meisten anderen, die euch nur erzählen, Paraguay ist so schön und so toll. Und deswegen habe ich einfach mal auch unter dem Video, was ich vor kurzem gemacht habe, vor 2 Wochen oder so, wo ich über Alternativen zu Paraguay gesprochen habe, einen Kommentar eines Zuschauers verlinkt, den ich für sehr aussagekräftig und für sehr gut halte. Und deswegen habe ich ihn unter dem Video gefixt. Dort kannst du ihn finden. Auch das ist hier drunter verlinkt. Für die, die aber nicht gerne selber lesen, habe ich wie immer den Kommentar mitgebracht. Und meine Einschätzung zu diesem Kommentar ist, er ist 1:1 die Abbildung der Realität. Also, du benötigst fürs Auswandern nach Paraguay mindestens 50.000 Euro. Das ist aber kein Haus oder Grundstück mit drin, geschweige denn ein Auto. Bewegen sollte man sich schon können. Oder aber es genügt einem ein Moped. Die 50.000 Euro sind natürlich auch irgendwann aufgebraucht. Der Mindestlohn hier ist 2,4 Millionen Guarani, ca. 350 Euro als Angestellter. Oder du arbeitest selbstständig, eventuell im Internet oder baust dir hier ein Geschäft auf. Kostet aber auch wieder Geld. Ich habe selbst ein Haus gebaut, größtenteils nach europäischem Standard. Dafür zahlst du Minimum 80.000 Euro, musst alle Materialien selbst besorgen, musst einen guten Bauleiter haben, immer daneben stehen, weil die hier ganz anders bauen als in Europa. Stimmt. Ich kenne welche, die haben es später wieder neu bauen müssen, um ihren Ansprüchen zu genügen. Oder du kaufst dir ein Paraguay-Haus,
Mauerwerk nur eine Steinreihe, Fundament 30 cm, Sohle 5 cm, Blechdach nicht isoliert, im Sommer Sauna, im Winter frieren und so weiter. Das kriegst du natürlich zwischen 30.000 und 60.000 Euro, was ich als viel zu hoch einschätze und niemals kaufen würde. Dann lieber im Wohnwagen leben. Stimme ich auch vollkommen zu. Durch die große Auswanderungswelle nach Paraguay sind zum Beispiel innerhalb von 18 Monaten die Eisenpreise hier um 100% gestiegen. Geht ja noch, in den USA um 200. Du brauchst Eisen zum Hausbau. Auch der Holz- und Betonpreis ist angestiegen. Nun, aber das ist natürlich im Verhältnis zu Europa immer noch wesentlich günstiger, aber ein kuscheliges Haus für 60.000 Euro, das war einmal. Die Infrastruktur, die uns lieben, Restaurants, Einkaufsmeilen und so weiter, findest du nur in den Großstädten. Will man dort leben, zahlt man natürlich noch mehr. Der Straßenbau ist in den letzten 2 Jahren gut vorangekommen. Die Großstädte erreichst du problemlos. Ich war letztens in Ciudad del Este. Die Schnellstraße war besser als jede deutsche Autobahn. Halt neu. In den ländlichen Gegenden geht es auch voran. Nur sind da wirklich noch sehr schlechte Verbindungsstraßen. Als Auswanderer muss man sich im Klaren darüber sein, dass Paraguay sich im Aufbau befindet. Bis es aber dem europäischen Standard genügt, dauert es noch ein wenig. Eine vertraute Gemeinschaft ist wirklich vonnöten. Was nützt es, wenn du das tollste Haus hast und plötzlich merkst, dass du ganz allein bist? Oder man traut sich zu, mit den Paraguayern in Kontakt zu treten. Spanisch Voraussetzung. Und es genügt einem deren Kultur. Das ist schon ein bisschen krass. Und das ist typisch für deutsche Auswanderer. Es genügt einem deren Kultur. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Genauso funktioniert Auswandern nicht. Also mal ebenso auswandern und denken, dass die eigene vorgefasste Meinung über das Land stimmt, ist das Falscheste, was man machen kann. Man muss es selbst erleben und dann schauen, ob es das Richtige ist. In Zeiten des Faschismus in Europa ist mir Paraguay viel lieber, da hier Freiheit herrscht. Vom kulturellen, landschaftlichen kann man es mit Europa niemals auf eine Stufe stellen. Jedes Land in Europa ist schöner. Was ist einem momentan wichtiger, ist die Frage. Ja, ich stimme diesem Kommentar bis auf die Arroganz gegenüber den Paraguayern 100% zu. Es ist mit Abstand das hässlichste Land Südamerikas. Es bietet sehr spezielle Lebensverhältnisse, wenn man andere Lebensverhältnisse gewohnt ist. Und die Einschätzung, was ist mir wichtiger, Freiheit oder Diktatur in Europa, bringt es sauber auf den Punkt. Aber wie gesagt, auch hier drunter verlinkt, es gibt bessere Alternativen. Euer Klaus von Grenzenlos Leben.